Moin Moin und herzlich willkommen zur nächsten Mission in 007 Nightfire. Wir spielen Nachtschicht. Die Missionsbeschreibung ist: Schleichen Sie sich in Mayus Hauptquartier und holen Sie sich die Daten aus dem Computersystem. Und die Mission Nachtschicht klingt schon ein bisschen nach, ein bisschen ruhiger, oder? Kennwort, sollten Sie in das Phoenix-System kommen, aber Sie werden mittlerweile alles abgeriegelt haben. Mit der richtigen Ausrüstung kann man überall eindringen. Während Sie so beschäftigt waren, 007, war auch das Q-Labor nicht untätig und hat weitere nützliche Dinge in Ihrem Inventar deponiert. Betäubungspfeile für ungünstig postierte Wachen. Ein Decoder, um sich in Computer, Zahlenschlösser, Aufzugsteuerung etc. einzuklinken. Und schließlich der Q-Wurm. Q? Es ist eine Dame anwesend. Schleusen Sie diesen Virus in eines der Computerterminals ein. Der Wurm ermöglicht dem MI6 die Überwachung Ihrer Systeme. Bitte bemühen Sie sich, diese Ausrüstung intakt zurückzubringen. Bitte nur ein einziges Mal. Q, Ende. James, die Zeit drängt. In einer halben Stunde ist Wachwechsel. Na, das ist das Gebäude. Da rennen wir wahrscheinlich gleich rein. Gehen Sie zu den Hauptaufzügen des Towers in der Lobby. Ich gebe Bescheid, wenn sich etwas Verdächtiges auf der Straßenebene tut. Tja, jetzt geht's los. Alleine mit diesen Betäubungsfallen. Oha. Na? Zack, da ist er weg. Funktionieren sogar ziemlich schnell. Hätte ich nicht gedacht. Ziemlich schnell. Aber der Herr bewegt sich noch. Dafür, dass er betäubt ist. Ich muss sagen, ich kenne den kleinen Trick von früher. Wenn man sich jetzt duckt und einmal raufhaut, dann hält die Betäubung noch besser. Jetzt ist nämlich Schluss mit Bewegen. Ich glaube, andernfalls wäre nochmal aufgestanden oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, wenn man raufhaut, ist man da auf der sicheren Seite sozusagen K.O. für die nächsten Stunden. Oder, er löst sich auf. Da sollte sich Mark Tyson nochmal eine Scheibe von abschneiden. Egal. Wir sind jetzt hier im Parkhaus, glaube ich. So wie es aussieht. Phoenix International. Ja, wir sind hier im Haus von Phoenix International und das sieht ganz nach Parkplatz aus. Aber hier scheint nicht wirklich mehr zu sein. Da hinten ist noch eine Tür. Ich glaube, dadurch sind wir reingekommen. Das war der Ausgang. Ich kann mal gucken, ob ich sie öffnen kann. Ich glaube aber, ja, kann ich. Okay. Und hier ist noch eine Tür. Da drüben ist jemand. Okay. Ja. Da drüben ist jemand. Ja, hast du auch fein gemerkt, aber ich treffe die Leute nicht. Also ich sag mal so. Ich dachte erst eben gerade, die Tür wäre schlau zu benutzen. Aber da sind wir jetzt direkt in die Haupthalle reingerannt. Und da hatten wir jetzt gerade zu viele Leute, die uns da gesehen hatten. Da hatten wir keine Chance. Denn das sind ja alles eine Art Zivilist. Oder sind ja Zivilisten. Nur unschuldige Security-Angestellte. Und die dürfen wir nicht töten. Wenn ich denen jetzt hier einen Schuss versetzen würde, dann... also einen Gewehrschuss, dann... wäre Ende. Dann müsste ich die Mission nochmal anfangen. Also dann würde ich vorschlagen... wähle ich jetzt einfach die Fäuste aus und dann gehen wir hier mal in so einen Fahrstuhl. Und nehmen den normalen Weg. Ich glaube nicht, dass das gedacht ist, dass man hinten durch die Tür geht. Ich glaube, das ist so eine Abkürzung, aber ob die wirklich besser ist, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So. Hier sieht es ziemlich friedlich aus. Ah ja, und das ist doch hier die Haupthalle, ja.
Dann haben wir jetzt ja genauso viele Leute. Dann habe ich mich getäuscht. Dann sind wir jetzt genau an dem gleichen Punkt. Na, kommt ihr hierher? Ja. Den stelle ich mir in meinen Aufzug rein. Ach, er dreht ab. Da hinten ist noch einer. Okay, das scheint wohl mit zum Spielgeschehen dazuzugehören, dass man sich hier genau die... Wer hat mich denn jetzt schon wieder gesehen? Ich sag mal hallo. Bleiben Sie sofort stehen! Hallo? Und du auch? Wo kommen Sie her? Von zu Hause. So. Jetzt haben wir die beiden ausgeschaltet. Da habe ich jetzt nicht auf die Gangwege geguckt und die abgepasst. Ich bin einfach hingerannt und habe hier auf die Schnauze gehauen. Jo. Und das hier ist jetzt unser Computerraum. Hier installieren wir den Q-Wurm oder wie sieht das aus? Alles ziemlich gestört. Aktionstaste drücken. Geht nix. Die Integritätsprüfung des Lasersystems der Büroebene ist aktiviert und wird in 4 Minuten abgeschlossen sein. Ah. Ach, das sind die solche Sicherheitssysteme, genau. Neuer Auftrag, Aufzug zur Büroebene nehmen. Die Aufzüge kennen wir ja schon. Die sind hier hinter dem Phoenix-Schild. Ah! Jetzt habe ich die Tür erst zugemacht. Nehmen wir den. Ach so, der geht nach unten. Hier ist aber nur ein Schalter. Jetzt geht er nach oben. Und wir sind wieder in der Lobby. Nehmen wir mal den hier drüben. Da steht nichts dran. Aha, es scheint der richtige zu sein. Und jetzt kommen wir in die Büroebene. Auftrag ausgeführt. Prüfvorgang in 3 Minuten. Neuer Auftrag. Q-Wurm auf dem Bürocomputer installieren. Das sieht nach Büro aus. Zumindest nach den Gängen, die zu den Büros führen. Wenig Türen dafür. 70A. Immer diese freundliche Umgangsweise, ne? Sie arbeiten im Büro 70A. Und Sie, da drüben, arbeiten im Büro 70B. So menschlich und so herzlich. Lalala. Auf Wiedersehen. 70A, da waren wir ja gerade schon drin. Was haben wir hier? 70B. Die kann ich hier nicht aus... Oha. Wo kommen Sie her? Na? Wo kommst du denn her? Vorgang in 2 Minuten abgeschlossen. Ach so, hier läuft noch irgendein Vorgang. Jetzt weiß ich... Ach so, die Systeme, die wir gerade ausgeschaltet haben. Das kann natürlich gut sein. Messer und Gabel. Kantine. Ist da noch Geld in der Kasse? Ich werde schlecht bezahlt. Als Agent. Darauf können wir leider nicht zugreifen und Sneakers hier können wir uns auch nicht ziehen. Wow! Fast reingelaufen. Gut gemacht. Oh, geh wieder. Nochmal fast reingelaufen. Gut gemacht. Das ist hier so eine Hürde, ne? Wow, 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 wow. Der geht komplett hier rüber. Okay. Bleib mal hier unterstehen. Hier dürfen die mich ja nicht sehen. Und rein da. Prüfvorgang in 1 Minute abgeschlossen. Auch nichts. Rot. Das würde wahrscheinlich sein. Gucken, ob wir den Q-Wurm hier untergebracht haben. Auftrag ausgeführt. Q-Wurm installiert. Ich guck mal kurz, was wir jetzt für einen Auftrag haben. Ziele. Sicherheitszentrum finden und die
Außentür aufschließen. Okay. Und die Wachen dürfen natürlich nichts mitbekommen von alledem. Das ist klar. Das Sicherheitszentrum. Da waren wir doch vorhin drin. Das ist doch unten. Oder nicht? Geht's hier noch weiter? Ausgang, Exit. Wow, 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 wow. Das war knapp. Alter Falter, ich falle immer wieder drauf rein. Also ich habe ja, das ist wie ein Labyrinth. Eigentlich kann man hier gar keine Orientierung haben. Prüfvorgang in 10 Sekunden abgeschlossen. Ja, ja, schließ alles ab, was du willst. Die Integritätsprüfung ist abgeschlossen. Das Lasersystem der Büroebene ist aktiviert. Ah! Jetzt verstehe ich, was damit gemeint ist. Hier sind jetzt irgendwie Laser, die wir nicht sehen können. Nicht unter- Doch, da. Ah, okay, jetzt müssen wir die Wärmebildkamera aufsetzen. Ich verstehe. Jetzt hätte ich mich ein bisschen mehr beeilt, dann hätten wir das umgehen können. Aber naja. Alles nur einfache Büros. Da kann ich springen. Nochmal 70A. Hier ist auch nichts auf den Schildern oder so. Von wegen Sicherheit. Jetzt habe ich hier gerade schon wieder was ausgelöst. Den habe ich nicht gesehen. Ich gehe einfach nochmal in einen Raum hier rein. 70B. Mal gucken, wo wir hier hinkommen. Wir kommen hier immer nur um die Ecken rum. Jetzt brauche ich andauernd die Brille. Ansonsten läuft hier gar nichts. Ich duck mich mal. Na, Brille ab. Der Aufzug fährt nirgendwo hin. Der ist nur zu... Achso, mit dem sind wir hier hochgekommen. Wo ist jetzt dieses blöde Sicherheitszentrum? Brille. Wie wär's mit der Brille? Das könnte sein... Wo ist hier? Ach, von hinten. Dass hier Sicherheitssysteme sind. Durch die Bildschirme. Könnte das vielleicht irgendwie so ein Raum sein? Oder weiß jetzt ich, was das gerade war. Aber ich glaube, das sind Bildschirme gewesen. Das Ding ist es nicht. Das ist eher sowas wie ein Bild. Was ist das? Ist das ein Sicherheitssystem? Das sind doch eher Laser, oder? Hier durch vielleicht? Nope. Hier passiert nichts. Nicht schon wieder so ein Cliffhanger hier. Wo soll ich hingehen? Sagt es mir. Ich nix wissen. Hier durch. Hier waren wir schon. Was gibt's hier für Schilder? Ausgang und sonst was. Dann gehen wir mal hier. Essen. Happa happa. Essen will ich nicht. 70C. 70E. Da waren wir auch drin. Ich glaube, wir können hier... Ach, da sehe ich es auch, dick und fett. Das ist das richtige Gerät, ja. Tür aufgeschlossen.